Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Weiß. Yeah! Ich sag euch nächstes Mal, wenn Raxus wieder dabei ist. Er hat gerade Krankheitsprobleme, Schulprobleme, alles Probleme. Alle haben Probleme, nur ich nicht. Ich hab zwei. Tja. Erstens, ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht. Zweitens, ich muss heilen. So ungefähr. Und hier ist das Freundschaftshaus, weil ich noch weiß, ja. Letzten Part habe ich was von Reshiram gehört, von N, wie er damit weggeflogen ist. Mystische Geschichte, was sich hier auftut, muss ich sagen. Aloha und Schurz zirkt nicht mehr, ja egal. Es hat geheißen, wir müssen zu den Ruinen, zu den Sandruinen, wo wir schon mal waren. Das heißt, ich muss kurz mein Pokémon auspacken, das fliegen kann, weil dorthin zu Fuß gehen würde ein bisschen länger dauern. Bam, 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 bam. Danke, Schwester Joy. Obwohl, ist das noch Schwester Joy? Ich weiß nicht. Ich habe den Anime von der 5. Generation noch gar nicht gesehen, also ich weiß nicht, ob das noch immer Schwester Joy heißt. Aber ich gehe mal davon aus. Moment, nicht ablegen. Ich will bewegen. Ich soll nicht so schnell... Nee, was habe ich gerade eben gesagt? Ich soll nicht so schnell drücken. So, langsam. Bewegen. So. Fliegen. Wupsa. Ich fliege heute und lasse Stony mal hier. Ich werde ihn gleich wieder auswechseln, weil dort, wo es hingeht, gibt es sehr viele Boden-Pokémon, aber auch Feuer-Pokémon, Geist-Pokémon. Dort waren wir eigentlich schon mal, also von daher. Flieg, Navitaub! Es geht genau hierher, zum alten Palast vom Wüstenressort. Oh yeah. Ich glaube, es ist näher von Rayono City. Jo, müsste es sein. Und da sind wir. So, dass ich kurz schneiden musste, Leute. Musste kurz niesen und so. Das wollt ihr nicht unbedingt hören, oder? So, jetzt wieder Pokémon bewegen. Moment, jemand ist PC zuerst. Jemand ist PC. Wer das eigentlich verwaltet, erfährt man erst nach den Top 4. Also der Poké... Pokébox-Verwalter. In der ersten Generation hat man es, glaube ich, nach dem zweiten Orden herausgefunden, eventuell sogar nach dem ersten. Und hier ist es nach den Top 4. Das ist mal ein Unterschied, Leute, oder? Das sind ein Unterschied von 7 Orden plus ein paar Trainer. Ein Haufen Trainer nebenbei. So, das Wüstenressort. Hier war ich schon mal auf der Route 4 und hier zücke ich mal wieder meinen Schutz her. Den ich eh sonst nie benutze. Hui! Denn ich will nicht gegen die Noob-Pokémon hier kämpfen, die... Oh, sie ergibt! Oh, Fahrradschwert ist so schwer! Oh, boah! Voll in die Fresse hineingefahren, der Arme! Ja, wenn man in den Sand fährt, dann fährt man sehr langsam, wie man sieht. Richtig geil gemacht, ja. Okay, jetzt wird's runter. Bringt nichts hier, so. Ist richtig geil, das mit Fahrrad und so. Naja. Oder Moment, geht's zuerst... Ich muss kurz denken. Wo muss ich jetzt hin? Ich habe irgendeine Erinnerung, dass ich zuerst hierher muss. Aber schauen wir mal. Ja, Fahrrad weg. Die Musik ist sowieso etwas merkwürdig von dem Fahrrad. Also von daher. Schauen, ob ich jetzt richtig gedacht habe oder falsch. Ah, richtig, okay. Stopp! Du! Stopp! Stopp! Halt! Stopp! Das dort ist der Eingang zum Altpalast. Du bist wirklich unglaublich, du! Du bist unglaublich! Du hast es ja tatsächlich noch vor mir bisher geschafft! Ja, fliegt, bringt's, Schere, ne? Muss nicht zu Fuß gehen. Die Kämpfe gegen die Pokémon hier im Müsenrohr haben mehr Zeit und Mühe gekostet, als ich erwartet hätte. Boah, ich brauche einen Schutz, hast du noch einen? Ich verdanke es meinen Pokémon, dass ich es bis hierher geschafft habe. Sharon, Minutenschutz. Laura ist schon vorgegangen. Los, keine Zeit verlieren, keine Zeit! Okay, was wird da abgehen? Zuerst mal nicht da hinunterrutschen, einfach langsam gehen beim Treibsand, dann rutscht man nicht hinunter. So. Jetzt lässt dieser Spaß uns vorbei, beziehungsweise hier ist keiner mehr. Und. Hallo? Wer hat gelevelt? Dino und Suf. Okay, passt. Dino noch voran. Hi. Meister geht es. Will es so. Es gilt nun herauszufinden, wie wir da wirklich bist. Zeig mir, ob du zurück hast, um mit dir was zu schlagen. Zeig's mir, zeig mir. Krass, der Cold Blatt, das ist mein Freundchen, ja? Schutz, ja, ja. Hier kann man interessanterweise sogar das Fahrrad benutzen. Was ich was ist wirklich komisch ist, also.
Ja, hier wartet schon Team Plasma auf mich. Ich habe schon viel über dich gehört. Du sollst deine Pokémon ja regelrecht schinden! Schinden? Na, höchstens Pikachu. Sonst eigentlich keinen. Guck mal da! Guck mal da! Das Pokémon kann unter anderem, soweit ich weiß, Knirscher. Also muss ich aufpassen. Auch der Levelunterschied und... Ah! Ich sollte mal nicht nur Geist-Moves drauf haben, ne? Wäre mal nicht schlecht. Wäre mal nicht... Er wechselt auch aus. Okay! Okay, so haben wir alle unseren Spaß. Interessant. Hätte ich nicht gar nicht auswechseln müssen. Egal. Klick Diskus. Ein Treffer. Miau, Stahlattacke. Das war kein Volltreffer. Krass. Ja klar, Levelunterschied. Das sind 7 Level. Ich muss aufpassen, dass ich nicht overlevelt bin am Schluss. Noch ein Rokkaiman. Ja, schön. Das Level von Team Plasma ist ein bisschen niedrig gehalten. Volltreffer, One-Hit, KO. Ja, ich muss wirklich aufpassen, dass ich mit den EP noch zurechtkomme vor den Top 4, Leute. Sonst wird es zu einfach für mich. Klick Diskus! Hyperzahn, nicht sehr effektiv. Bam! Ich habe mal Hyperzahn und einen Radfratz mit dem Kingstein gespielt, Leute. Das war lustig. Uah. Natürlich war es sehr schnell. Ah, Mann, Mann, Mann. Waldwechsel. Hyperzahn! Haps! Oh, Volltreffer auch noch. Voltwechsel und tschüss, guck mal da. Tja, chillig. Dino Level 41, gefällt mir. Ich höre das, dass du stark bist und was soll ich sagen? Du bist es! Du bist stark! Ja, aber jetzt zu raus. Denn sein Level passt nämlich. Denn sein Level und jetzt rein in die Sandgrube. Yeah, Sandspielen! Bam! Mit dem Fahrrad sogar, also interessant. Hier ist ein Top-Drank. Danke! Und ein weiterer Team Plasma-Spast. Hallo Spasten! Beleidige mich nicht, komm schon, du musst verlieren! Du musst deswegen verlieren! Weil du mich Spaß genannt hast. Chill, Freund mir, ne? Also in diesem Part geht's so richtig ab. Zurokex! Oh, ein Kampf! Und Licht-Pokémon. Die Musik, die ist nice. Surfer! Hui! Normal, effektiv, aber ziemlich stark. Oh, Gegenstoß. Au! Eine Unsichtattacke. Doppelte Stärke. Wenn er vorhin angegriffen wird und... Ach du meine Güte. Ach du meine Güte, war das peinlich. Stony. Das war jetzt doch ein bisschen peinlich. Hätte ich nur Regentanz gemacht. Na, obwohl. Gigasauger. Niam. Gib mir dein Leben zurück, Kex. Und tot. Guck mal das. Zweites Pokémon. Überraschung. Ha, dass immer gleiche Pokémon kommen, ist auch ein bisschen langweilig. So wie Radfratz, Super. Ach, meine Güte. Erste Generation, das war noch Zeit, Leute. Autsch. Gigasauger. Ich glaube, Superzahn würde auf jeden Fall mehr Schaden machen wie Hyperzahn. Danke. Jedenfalls mein erster Schlag, beim zweiten nicht mehr. Obwohl, naja. Was ein unglaublicher Trainer bist denn du? Ja, ein ziemlich unglaublicher, der gerade seins Pokémon schon wieder zu stark angespuckt hat. Habe ich noch Beleber? Ja, ich habe noch 4. Passt. Ich muss Suf irgendwie trainieren. Wenn nicht hier, wo dann? Wenn nicht hier, wo dann? Hyperdrank noch reingehauen. Fertig. Nächstes Mal mache ich Regentanz, ja? Dann macht das Surfer so Schaden. So, nächster Trainer wartet schon. Nächster Trainer. Der Wandel dieser Welt kann nur unter großen Mühen und Scherzen geschehen. Schmerzen? Mühen, okay, das verstehe ich. Aber Schmerzen? Wieso braucht man Schmerzen, um meine Welt zu ändern? Muss man das erklären? Teponi! Oh! Was habe ich angestellt? Egal. Regentanz! Klärsmog! Okay.
ziemlich schwacher Angriff, der Statusveränderungen aufhebt. Das heißt, das kann man gut in Doppelkämpfen taktisch spielen. Ist ziemlich interessant, das. So, es regnet! Damit sind Wasserattacken verstärkt und jetzt kommt Surfer! Surfer mit Step, mit Regentanz, das ist overpowered stark! Bam! Normal effektiv und ja, da hält das gut aus. Klar, Teponitox ist ziemlich tankig. Ich meine, was ist das bitte? Müllsack? Nee. Die erste Entwicklung ist ein Müllsack. Das ist ein zerrissener Müllsack. Das ist ja nicht mehr schön, bitte. Wirklich, das ist nicht mehr schön. Level 38 Versuch, yeah. Ah, ja, es schmerzt. Ja, chill. Ja, chill, chill, chill. Und hier ist ein TM30 Spukball. Geil. Gleich mit beibringen. Hast du beibringen gesagt? Spukball. Geistattacke Stärke 80 Spezial. Versuch, ob man es glaubt oder nicht. Versuch statt Regentanz. Das brauche ich später nicht mehr. So. Spukball. Ziemlich geile Attacke für ein Geist-Pokémon. Und jetzt geht's wieder hinunter. Nein! Tschüss. Und weiter Stock hinunter. Autsch. Meine Beine, meine Beine. Ah, da liegt auch einiges herum. Hallo. Würde jeder seinen Pokémon verlassen, müsste sich keiner mehr um Sieg oder Niederlage streiten. Aber es macht Spaß zu kämpfen. Ich glaube, die checken das nicht. Egal, ein nächster Team, lass mal Spaß mit einem Rockheimmann. Das müssen mit einem Surfer weg sein. Boden und Licht. Falls nicht vor mir dran ist, was ich nicht glaube. Surfer! Angeberei! Okay, er ist vor mir dran. Erst das, zweitens, das ist gemein. Bin verwirrt, oh nein. Surfer! Bast! Dachte schon, jetzt treffe ich mich selber. Kaboom! Todes Rockheimmann. Nur ein Pokémon, mein Freundchen. Schade. Wenn ich gar kein Pokémon, den müsste ich auch nicht verlieren. Stimmt, aber... Dann hast du auch kein Pokémon. Na, warum bin ich jetzt gelaufen? Na, schauen wir mal, was da unten ist. Schauen wir mal runter. Ein Item liegt da. Mit Sonnenstein. Oh, geil. Wenn lassen sich ein paar Pokémon entwickeln, dann müsste hier auch was sein. Ja, ein Supertrank. Ohne Itemradar sowas zu finden, ist mal gar nicht so schlecht. Scherz. Im Moment, geht's da hinüber? Nein, da geht's von anderer Seite. Okay, dann muss ich jetzt hoch wieder. Ach so, falls man sich vertut, muss man da wieder hoch. Ah ja, ich verstehe. Ich verstehe. Hier auch was? Nein, hier ist nix. Muss ich nochmal hoch? Na hallo. Also wenn man einmal fehlt, dann muss man sehr weit zurück. Okay, weit. Kommt drauf an. Komm, what the hell? Achso, ich muss mich da unten runterrutschen lassen. Mann. Ich mag diese Höhle nicht. Die ist ein bisschen zu verwirrend. Auch nur ein bisschen. Tschüss. Bam. So, jetzt aber langsam. Schutz wirkt nicht mehr. Egal. Ein Top-Beleber. Kann ich eventuell gebrauchen. Denn Schutz nochmal. Wie viel habe ich denn noch? Oh, zwei. Oh, das reicht nicht mehr lange. So langsam. Ganz vorsichtig. Und ein Trainer. Hauptsache, die fliegt nicht rein, ja. Okay, die Kissi geht. Es ist mal unmöglich, für einen dummen Trainer das Potenzial der Pokémon auszuschöpfen. Das ist eine Streitfrage. Egal. Team Plasma Rüppelin mit einem Kleoparda. Ein Kleoparda. Das kann sicher Mogelhieb oder sowas. Okay, weil es so schwach ist, mache ich einen auf Irrlicht. Clownwitzer. Angriff steigt stark. Oh, das könnte ein bisschen böse werden. Aber Irrlicht, dadurch wird der Angriff um 50% gesenkt. Bam! Brennt schon, Kleoparda, brenne! Und jetzt Surfer! Gewissheit, eine Unlichtattacke, ouch! Ja,
ziemlich stark. Surfer! Bam! Tot. Das ist ein komischer Ruf. Passt. Richtig. Und Ratütox wieder mal. Ah, der Müllsack. Genesung. Klärsmog, eine schwache Attacke. Sehr schwach. 5 KP, meine Güte. Die ist nur in Doppelkampf gut. Damit kann man ja Statusveränderungen wegmachen. Aber trotzdem. Ich weiß nicht, was man davon hält. Ich nicht viel. Matschbombe. Ah, eine Giftattacke. Auch nicht sehr effektiv. Er kann nur Giftattacken. Ja, schön. Schön, dass du nur Giftattacken kannst. Und. Ah, fast noch nicht. Fast. Ah, mach mal Genesung. Ich brauch volle KP. Klärsmog wieder mal. Alle Statusveränderungen werden, ja, aufgehoben. Und. Genesung. Whee! Richtig geile Attacke irgendwie. Yeah. Die behalte ich. Die ist richtig geil. Surfer und tschüss. Er macht nochmals Klärmog dann. Ziemlich chillig. Surfer. Ha, ha, ha. Tschüss. Und Ratikax. Was ist das für ein Name? Ich glaube, das habe ich schon ein paar besprochen. Level 39 Versuch. Geil. Noch ein Ratikax. Mann. Surfer. Und es ist noch immer vor mir dran. Sag mal, Suf, wie langsam bist du denn eigentlich? Ziemlich lang. Zurückgeschreckt? Ihr Licht. Okay, wenn das sehr lange dauert, ich hab Zeit. Aber part nicht. Ihr Licht! Bam, brenne, Unratütox, brenne. Das kannst mich gern haben mit deinem Zurückschrecken. Ein paar Runden bist du tot. Klärsmog, flupsa. Also dafür, dass die Attacke nicht sehr effektiv ist, die ist nervig. Einfach nur nervig. Tschüss. Und brennt und tot. Ah, nicht mal viele Erfahrungspunkte. Ah, wie dumm! Ich bekomme sehr wenige Erfahrungspunkte sogar für den. Schade. Und hier ist ein Item AP+. Oh, das kann ich sogar gebrauchen. Das kann ich gebrauchen. Jetzt hinunter hier. Ab in die untersten Tiefen. Bam. Und das hier sieht zwar im Doppelkampf aus, es ist aber keiner. Und das finde ich schade, Leute. Das finde ich wirklich schade, dass das kein Doppelkampf ist. Wir kämpfen für unseren jungen König, nicht mehr und nicht weniger. Und das ist kein Doppelkampf, wir haben euch voll gedisst. Es gibt nur 3 Doppelkämpfe im Spiel und der gehört nicht dazu, weil es keiner ist. Scherzkeks. So, wieder mal ein Kuckmardar. Warum sag ich mal? Egal. Irrlicht! Er wird zurückgerufen. Schön was. Was kommt stattdessen? Ein Zurokex. Und Lichtkampf. Hey, zeig dir, was ich kann. Er wehrt die Attacke ab. Schön. Irrlicht. Bam. Angriff wird sehr gesenkt um 50%. Grimasse. Meine Initiative sinkt um 2 Stufen. Schöne Taktik, mein Freundchen. Aber du brennst. Das Problem, glaube ich. Surfer! Gegenstoß, das bringt nichts, wenn er vor mir dran ist. Bringt nur was, wenn er nach mir dran ist. Surfer! Zack! Wow! Ziemlich reingehauen. Okay, er brennt nochmal, das heißt Genesung! Grimasse, Initiative wird weiter gesenkt. Schön was! Aber ich heile mich. Hahaha. Da, ich zeig's dir mal. Genesung! Also was die Team Plasma hier vorhaben, niemand weiß es. Expitermis! Weißt du was, Spukball? Expitermis. Was muss das jetzt kommen? Das macht 33%, dass sein Zustand weggeht. Also, dass 33% Feuer weggeht, also Brand, Paralyse, irgendwie das. Das haben sehr wenige Pokémon. Meistens die, die sich noch entwickeln können. Meistens auch Käfer-Pokémon. Okay, Irrlicht! Superzahn! Keine Wirkung! Schön, dass du meine HP nichts kannst! Guck mal da! Brennt! Surfer! Hyperzahn! Keine Wirkung! Kann der nur normal attacken? Soweit ich weiß, kann Guck mal da eigentlich Knirsch, aber wahrscheinlich kann der nicht. Der kann es wahrscheinlich nicht, das ist ein Idiot! Psycho Plus! Okay! Jetzt müsst ihr nur noch Knirsche können, dann wär's perfekt. Und tot.
1366 Fangspunkte. Schön. Einmal ist der, ich bin untröstlich. Oh. Tja, und noch ein Trainer. Warum ist das kein Doppelkampf? Ich werde nicht mehr tolerieren, der andere ist ja ein Volk, das mir. Ich werde das nicht tun! Nein! Ba-da-da-da-da. Team Blasme Rüppeli mit ein Umrax. Langsam hasse ich dieses Pokémon. Es nervt einfach! Eigentlich jetzt mal aus. Wer hat eine sehr effektive Attacke gegen den? Nee. Ach, ich mach mal Klick. Klick, du bist dran. Da kann der Unratüchtux mal gern haben mit seinen Giftattacken. So. Zack, Matschbombe, keine Wirkung. Jetzt Klick, Diskus! Ein Treffer. Ja, bam! Zwei Treffer. Und tot. So, der nächste bitte. Ein Kleopatra. Meets. Klick, Diskus. Mogelhieb. Okay, zurückstrecken. Schön was. Bisschen Schaden. Bisschen. Zwei. Clownwetzer. Ja, bringt nichts manchmal, wenn du nur nicht sehr effektiv der Attacken kannst. Klick, seine Verteidigung ist nicht schlecht. Bam. Und zwei Treffer. Tot. Miau. Schön was. Ach, sowas toleriere ich nicht, nein! Musst du aber, so. Jetzt hinunter hier! Der nächste Stock. Und hier wartet schon Lauro mit... Geht's jetzt? Oh oh. Ich habe das Gefühl, es kommt eine... wie soll ich sagen? Verrückte Szene. Endlich eingeholt! Los, komm her zu mir! Ja, hi. Ja, sieh an, das ist also die ganze Bande versammelt. Ihr geht euch ja alle redlich Mühe, zählt kaum das zweite Brachenpokémon zum Leben zu erwecken. Doch den Dunkelstein, den ihr sucht, findet ihr hier nicht. Nun denn, fühle dich geehrt, du. Unser König hat dich auserkoren. Sollte dein Herz von dem eitlen Wunsch beseelt sein, dass Mensch und Pokémon weiterhin zusammenleben sollen. So manch mache dich rasch auf, das andere Drachen-Pokémon zu finden, von dem die Legende erzählt, und erlange seine Anerkennung. So dann wirst du unserem König in seiner letzten entscheidenden Schlacht gegenübertreten. Okay. Was sagst du? So werden die Posaunen unsere Siegers ertönen und die Kunde vom Ende der schwierigen Knechtschaft, unter welcher die Pokémon durch Menschheit zu leiden hatten, in alle Lande tragen. Wir von Team Plasma werden den Pokémon die Freiheit schenken. Wir, das Volk! Ihnen die Freiheit schenken? What the? Wünschen sich die Pokémon denn von ihren Trainern getrennt zu werden? Das musst du die Pokémon fragen. Den Menschen, die ihre Pokémon zu rauben, ist das, was ihr unter Freiheit versteht? Ja, Jim Lauro höchstpersönlich meldet sich sofort. Ich glaub's kaum. Nachdem vor einigen Jahren dein liebstes Pokémon der schweren Knarrenkern zum Opfer gefallen ist, hast du dich aus der Welt der Wettkämpfer zurückgezogen und den Top 4 befohlen fortan an deiner Stadt über die Pokémon-Liga zu wagen. Seitdem durchschreibst du die Lotte einer Region und glaub, obgleich durch ein so unheimliches Schicksal erteilt hat, möchtest du dennoch die Welt bewahren, so wie sie ist? Ja. Diese Welt, in der Pokémon Menschen zusammenleben. Der hat einen Anfang, glaube ich. Wir sind Team Dasna! Und unser König wird der Mensch von einer beweisen, dass er der gesagt hat, Champ! Den die Pokémon nur knechten will! Und genau wie einst der L, der einer gegründet hat, wie auch unser König mit dem legendären Pokémon an seiner Seite die neue Welt bestimmen. Sein Mission wird allen Trainern befehlen, die Pokémon frei zu lassen. Zu diesem Zweck haben wir bereits für das legendäre Reshiram und für unseren König ein angemessenes Schloss errichtet. Ich werde siegreich sein. Für alle Trainer, die ihr Pokémon lieben und für alle Pokémon, die ihren Trainern vertrauen. Sein Emesiet hat kein Interesse an dir. Nix da. Er sieht in dir nur einen weiteren Gegner, den er besiegen wird. Bist du hier geblieben, nur um mir das zu sagen? Beleidigungen kannst du dir sparen. Wo hat er ihn beleidigt?
Du tust mir Unrecht, Laro! Allein die Güte in meiner Seele wohnt und zutiefst empfundenes Mitgefühl. Ja! Aufrichtige Nächstliebe, leg mir diese gut gemeinte Worte in den Mund. Ich möchte dir lediglich die unnötigen Pein und vor allem jeden Schmach ersparen, die dich gewiss für den Rest deines Lebens plagen würden. Jedoch muss ich zu meiner Schande gestehen, dass der Anblick verzweifelter, ja, gebrochener Menschen, insbesondere die Ermatteten von tiefer innerer Leere, kündete umklärt ihren Augen mich in ihren Zustand überwältigender Freude versetzen, der sich nur schwer in Worte fassen lässt. Nun denn, der Friede sei mit euch. Aus dem Weg! Was für ein Spast. Laura, was hast du jetzt vor? Ich kehre zur Pokémon-Liga zurück und stelle mich an. Allerdings ärgert es mich, dass es mit damit genau dem Wunsch von geht, sich zu handeln. Was ist mit dem Dunkelstein? Laura, gehen wir doch erstmal nach draußen. Gute Idee. Ja, gute Idee. Hier ist die Luft zu stickig. Ich kann keine Luft mehr. Tja, was da unten abging, ist auch nicht mehr normal. Da fehlen mir glatt die Worte. Das werde ich Ihnen nie verzeihen! Das mag dieser Zwielichte endlos im Schilde führen. Möchte er durch einen Sieg im Kampf der beiden Drachenpokémon beweisen, dass er im Recht ist? Da wieso Kassel klingelt. Ja! Wer ruft an? Du! Hallo, du bist da! Ja, ich hab dich an der Strippe. Boah, wie geil! Mann, die Professorin, die labert auch schon. Die redet schneller wie N. Die versteht man gar nicht mehr. Ich konnte die Stimme der Tochter von Eberhard Esche bisher herhören. Sie schien ja völlig mit den Nerven am Ende zu sein. Was mag denn noch vor sich gehen? Ich mach mich sofort auf den Weg zum Museum von Septerna City. Ich auch. Aber ich habe leider meinen Flug-Pokémon schon wieder nicht mit. Ah. Und ich werde nochmal den Altpalast eingrenzen und in die Lupe nehmen. Ich kann und will einfach nicht glauben, was dieser Scharlatan von GC sagt. Begib du dich jetzt am besten steuerlich zum Museum von Septerna City. Gute Idee, Freundchen. Einer Schutz an? Ah, das werde ich gleich sehen. Also, was hier abgeht, ist nicht mehr normal. GC dreht weiter durch und will, dass, naja, die zwei legendären Pokémon gegeneinander kämpfen. Aber wozu? Beziehungsweise N will es. Er ist ja N unterstellt. Er ist ja der König. Und der hier macht mein Pokémon-Team wieder fit. Danke, Freundchen. Aber was haben sie wirklich vor? Nur die zwei Pokémon gegeneinander kämpfen lassen und dann alle freilassen? Crazy shit, was hier abgeht. Also was hier los ist, das ist nicht mehr normal. Das ist nicht mehr normal! Ich fahre hier teils mit dem Rad und teilweise nicht, weil... sieht man ja. Der Sand. Ich mag keinen Sand. Ich mag keinen Sand. So. Septerna City. Ich glaube, am schnellsten komme ich da hier mit Fliegen. Ja, Schutz wirkt nicht mehr. Gerade eben bin ich nicht mehr im Sand. Haha. Keine wilden Pokémon für euch. Haha. Wer braucht ihr schon? Septerna City. Das war nicht hier. Das war woanders. Bin gerade in Raiono. Septerna, das war die zweite Stadt. Okay, da zahlt sich schon aus, das Flug-Pokémon zu holen. Aber was wird da abgehen? Was haben die dort gefunden? Alles mystisch. Wow. So, Flug-Pokémon, raus mit dir. Ich brauch dich wieder, hab ich gesagt. Dafür wird... Na, diesmal Ruslana rausgetan. Immer wer anderer. Lalalalala. Weißt du schon, das zweite Mal, dass ich Ruslana reinhabe. Haha. Die uns aufgepasst haben, wir wissen das. So. Fliegen! Nach Rayon. Septerna City. Warum Rayon? Septerna City! Was geht dort ab? Tja. Das werden wir im nächsten Part erfahren, Leute. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.